Hallo! Heute kommt das erste Fazitvideo meiner Vegan for Fit Challenge und zwar das der ersten Woche. Bevor ich euch jetzt aber meine Ergebnisse mitteile, möchte ich euch noch kurz sagen, dass ich das Ganze hauptsächlich deshalb gemacht habe, um mein Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen und nicht deswegen, um abzunehmen. Das Abnehmen war ein toller Nebeneffekt, auf den ich mich zwar auch gefreut habe, aber es war nicht der Hauptgrund. Ich habe trotzdem mitgeschrieben, was ich an Zentimetern und Kilogramm verloren habe und werde euch das auch mitteilen. Nur so vorab zur Info. Und jetzt kommt das Fazit der ersten Woche und wie es mir ergangen ist. An Tag 1 hatte ich mega heiß Hunger auf Süßes und ich hatte noch keine Kakaobutter da, um mir Schokolade zu machen oder irgend so etwas. Und dann habe ich mich entschlossen, das Haselnusseis zu machen. Nur leider musste man das vorher einfrieren, bevor man es essen kann. Und ich hatte es fast nicht mehr ausgehalten. Dann bin ich eine Runde Radfahren gegangen und habe es dann gegessen. Und so habe ich den ersten Tag eigentlich ziemlich gut überstanden. An Tag 2 hatte ich keinerlei Heißhungerattacken mehr. Und da war ich wirklich froh drüber. Weil bei mir ist es so, ich mache einmal eine Ausnahme und dann schaffe ich es einfach nicht mehr. In der ersten Woche hatte ich noch, ich glaube an Tag 4 oder so, wieder mal eine Heißhungerattacke und ich habe das für mich jetzt so gelöst, wenn ich Lust auf Süßes habe, also solange ich keine Kakaobutter da hatte, habe ich mir den Shake aus dem Buch gemacht und zwar den mit Banane und Kakao. Und Banane und Kakao enthalten ja Stoffe, die einen glücklich machen und danach war der Heißhunger wirklich weg. Kommen wir jetzt zu den Ergebnissen der ersten Woche, die ich so mitgeschrieben habe. Abgenommen habe ich genau 1 Kilogramm. An der Taille habe ich 1 Zentimeter verloren, am Bauch 4,5 cm und an der Hüfte 1 cm. Bei Oberarm und Oberschenkel habe ich mich leider vermessen und kann euch noch keine Werte sagen nach der ersten Woche. Die kommen dann in den folgenden Fazitvideos. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Ausschnitte aus meinen Videotagebüchern, die ich geführt habe, so ziemlich unregelmäßig. Aber das habe ich auch hauptsächlich gemacht, um mich selber erinnern zu können, was los war und um euch vielleicht direkt ein paar Eindrücke zeigen zu können. Ich verabschiede mich schon mal und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Die Sachen machen wirklich satt. Also ich bin satt, ich habe ein Sättigungsgefühl, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich jetzt Nachtisch Omas essen könnte, ohne Ende. Aber ja. Guten Morgen. Es ist der zweite Tag der Challenge. Und ich habe mich so aufs Frühstück gefreut. Und jetzt bringe ich es nicht mal weg. Ich hatte das noch nie. Also, was ich heute gelernt habe. Heißhunger vergeht schneller als gedacht. Veganes Essen schmeckt super lecker. Ich mag Sojajoghurt, was ich nie gedacht hätte. Ich bin gestern, nachdem ich das Video noch gedreht habe, im Bett gesessen mit dem Kochbuch und habe mir das durchgeschaut und ich würde am liebsten alles auf einmal kochen und probieren und ich bin ja jetzt mittlerweile eigentlich froh, dass die Challenge 30 Tage lang ist, denn dann kann ich wirklich hoffentlich alles mal durchkochen. Ich hoffe es doch. Tag 4, es ist Abend und ich glaube, ich habe noch nie so viel an einem Tag gemacht wie heute. Beziehungsweise schon lange nicht mehr. Und das finde ich richtig cool. Ja, es läuft wesentlich. Also um Längen besser, als ich mir das je gedacht hätte.